Und Epic, es sieht zwar ein bisschen komisch hier aus, aber wir sind gerade auf dem Weg in unsere neue Heimat, in unser neues Dorf. Und das ist einfach in einem Schneegebiet. Wir sind zwar gerade im Sommer, aber hier ist trotzdem überall Schnee. Unsere ganzen Möbel sollten eigentlich schon da sein. Ich hoffe es. Sonst schlafen wir unsere erste Nacht einfach auf dem Boden. Und schau mal, hier sind schon die ganzen Häuser. Ach, wie Und schön. hier hinten müsste unseres sein. Und da ist auch schon Gerald. Mit dem haben wir alles abgesprochen. Und der hat uns auch das Haus verkauft. Deswegen, hey, na, guten Tag. Endlich seid ihr hier, Epic und Katja. Ja, schön. Und Ja. unsere Möbel sind wahrscheinlich auch schon da. Eure Möbel sind bereits angekommen. Ihr habt ja jetzt genug Zeit, euch einzurichten. Schau mal, unsere Küche ist da. Wir haben unser Wohnzimmer und unser Wow. Bett. Alles schön weiß, schneemäßig gehalten. Cool. Wir hoffen, ihr fühlt euch in unserer Nachbarschaft wohl. Kommt doch gerne morgen zum Frühstück vorbei. Diese Das wäre Einladung nett. nehmen wir sehr, sehr gerne an. Ja. Es gibt übrigens noch ein paar Dinge zu beachten. Okay, Epic, jetzt kommen die Regeln. Oh Was müssen wir alles machen? Wir sind hier in einem sehr kalten Gebiet, also passt auf, dass ihr immer eine Wärmequelle habt. Okay, Heizung, Feuer, da werden wir schon irgendwas finden. Durch den vielen Schnee sind leider auch keine Gärten möglich. Okay, das heißt, wir können jetzt hier keinen Zaun das hinbauen und stimmt. irgendwelche Sachen anpflanzen und auch keinen Pool, weil der würde einfrieren. Okay, verstehe. Und jetzt das Wichtigste. Betretet niemals die Höhle hinter dem Wasserfall, okay? Warum das denn? Wieso? Was ist in der Höhle? Ihr müsst da bitte sehr, sehr aufpassen. Aber kommt jetzt erstmal an. Okay, das bedeutet nicht die Höhle, kein Garten und eine Wärmequelle. Dann, Epic, würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir uns erstmal einrichten. Das Ja. ist unsere leere Bude. Okay, wo wollen wir was hin tun? Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Wir haben keine Raumaufteilung, deswegen alles in einem. Ich gebe dir mal die Sachen, Achso, das alles so ist fertig alles drin. einfach. Ja. Okay, guck mal, da würde ich sagen, vielleicht machen wir Schlafzimmer hierhin. Küche könnten Das ist alles schon ein bisschen wir. klein jetzt hier. Ja, Küche könnten wir hierhin machen und Ja. dahin Wohnzimmer, Schrägstrich, Esszimmer Ja, vielleicht. das ist eine gute Idee. Ich glaube, dann ist es eine ganz gute Aufteilung. Wir haben hier auch noch ein paar Teppiche uns mitgenommen. Wir haben auch ein bisschen Deko, Pflanzen und alles. Ich glaube, am Ende wird das richtig cute aussehen. Wenn ich Durst habe, abends. Nee, Das ist Epic. Ich wollte schon genial! gerade fragen, wo unser Wasserhahn Lecky. ist. Ich Nein, brauche den das ist nur nämlich. für mich! Kannst du mir den bitte wiedergeben? Ja, okay. Danke. Okay, machen wir mal zu. Wir werden hier beobachtet und morgen früh sind wir zum Frühstück eingeladen. Ja, das stimmt. Und wir sind fertig. Also ich muss sagen, deine Interpretation von der Pflanze auf dem Kühlschrank gefällt mir besonders gut. Vor allem der Kühlschrank ist genauso groß wie die Pflanze. Das Also stimmt. ansonsten sieht aber alles super cute aus. Es ist alles sehr weiß. Wir haben hier noch einen Schrank, den wir natürlich aufmachen können. Eine kleine Sitzecke und leider, ja, keinen Garten. Aber dafür ein richtig schönes Häuschen. Und Epic, ich würde sagen, wir gucken uns ja auf jeden Fall mal die Ortschaft ein bisschen an. Wir gucken mal, wen wir als Nachbarn haben. Zum Beispiel den Alex Oh, hier. hallo. Und schau mal zur Rechten. Das sind die Wasserfälle und dahinter sind. Ja, guck Oh, da darf man auf mal, keinen Fall rein. da ist eine Höhle. Oh, ich mag sowas ja gar nicht. Das geht mich ja schon sehr interessieren, Nein, was dahinter ist. Katja. Stell dir mal vor, da ist ein Schatz. Da ist safe ein Schatz. Ich sag's dir. Denkst du? Ja, da ist irgendwas. Warum sollte man sonst da nicht hin dürfen? Es gibt keinen Grund. Bin mir nicht ganz Also. sicher, vielleicht ist da auch eine Müllhalde. Ja, das könnte natürlich auch sein. Oder irgendwas Giftiges. Ich habe keine Stimmt. Ahnung. Hier haben wir noch Spinnehöhle. Nee, bitte nicht. Ja, hier haben wir auf jeden Fall noch weitere Nachbarn. Aber das Dorf ist doch kleiner, als ich dachte. Stimmt. Und Epic, wir müssen unbedingt anfangen, unser Haus zu heizen, weil in der Nacht wird es bestimmt sehr kalt. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal was zu essen. Dann wird es bestimmt auch schon bald dunkel. Und dann haben wir unsere erste Nacht in unserem neuen Haus. Das wird cool.
Und es geht wirklich ganz schnell hier die Sonne unter. Stimmt. Wow, okay. Ja, also Ofen auf jeden Fall an. Es gab was zu essen. Ich glaube, Lüften ist ja auch nicht so ein Ding. Nein. Es ist super kalt. Da wünsche ich dir eine wundervolle erste Nacht hier. Träum was Schönes und schlaf gut. Also ich muss sagen, es ist schon wirklich sehr, sehr kalt hier. Vielleicht mache ich den Ofen nochmal an. Epic schläft sogar noch. Ich glaube, uns fehlt eine Heizung, wenn ich ehrlich bin. Oder ein Feuer. Vielleicht kann ich ein bisschen Holz holen. Ich könnte ein kleines Feuerchen machen. Dafür benötigen wir einfach nur ein paar Sticks. Flintenstiel. Oh je, das ist ganz schön viel, was man da beachten muss. Und ich muss natürlich gucken, dass unser Haus nicht abbrennt. Das ist auch noch eine ganz wichtige Sache. Okay, wir holen mal ein bisschen Holz und vielleicht in eine Höhle. Da müsste es auf jeden Fall irgendwo Eisen geben, weil Kohle habe ich schon gefunden direkt. Dann machen wir uns erstmal eine Holzspitzhacke und vor allem Epic stört die Kate auf jeden Fall gar nicht. Ich muss sagen, erste Nacht ist schon sehr schlimm. Kohle bekomme ich, also nee, Moment mal, für einen Flintenstiel brauche ich gar keine Kohle, aber ich brauche Flint. Und ich bräuchte theoretisch für ein Feuer Kohle. Also für ein Lagerfeuer bräuchte man auf jeden Fall Kohle. Das kann ich eh nicht so entzünden. Dann könnte ich theoretisch... Ich weiß ja, wo eine Höhle ist. Da müsste es theoretisch auch Eisen geben. Und ich könnte auch gleichzeitig dann mal schauen, was da drin ist. Okay, gerade ist eh Nacht und keiner kann mich hier sehen. Ich kann ja mal ganz kurz reinluschern. Und wenn es nichts ist, dann... geht's wieder raus und nee, das ist keine normale Höhle. Das ist eine Schneehöhle hier. Und da ist ein Eisbär, Hilfe! Ich hab richtig Kopf. Ich bin noch in der Höhle. Bitte ess mich nicht! Oh Gott! Der wird mich doch essen! Wieso bin ich so klein? Moment mal, Leute. Ich bin ein Eisbär? Ich bin ein Mini-Eisbär. Ich sehe richtig gut aus. Aber, hey, was hast du mit mir gemacht? Hey, da bist du ja endlich. Du gehörst jetzt zu mir. Der Eisbär kann reden. Warum hast du mich angegriffen? Nenn mich Ellie. Ich habe eine bestimmte Gabe. Ich denke, du kennst sie bereits. Spinnst du? Ellie, bitte verwandle mich zurück. Ich kann hier kein Eisbär bleiben. Ich kann mich auch wieder in einen Menschen verwandeln. Dafür brauche ich aber etwas. Okay, ich gebe dir alles, was du möchtest. Was willst du? Mir fehlen essentielle Dinge zum Überleben. Kannst du mir helfen, bestimmte Dinge zu besorgen? Okay, und was sind spezielle Dinge irgendwie? Solltest du eine Sache hinbekommen, dann gebe ich dir deine Mensch... Moment mal. Ich habe meine menschliche Stimme nicht mehr. Wie, ich habe meine menschliche Stimme nicht mehr. Ich muss doch irgendwie kommunizieren können. Klau alle Öfen. Ich hätte es gerne wärmer hier. Na los. Wartet mal. Ich habe doch noch meine Menschen. Ich höre mich auch. Wartet mal. So, hier ist Tag. Ich könnte ja mal zu diesem Geralt laufen. Der wird wohl merken, dass ich in der Höhle war, wo man eigentlich nicht hin sollte. Der sollte hier wohnen. Hey, Geralt. Hey, hey, hey. Oh, ein Baby-Eisbär. Du bist ja ein Cutie. Nein, ich bin Katja. Bitte versteh mich. Aber nicht beißen. Bitte nicht beißen. Ich beiß doch nicht. Was ist denn hier los? Du bist ein Feini, oder? Nee. Aber jetzt ab raus mit dir. Geh wieder zu deiner... Ich muss zu Epic. Epic, der muss mich doch verstehen. Ich muss alle Öfen klauen. Okay, Epic ist auf jeden Fall daheim. Epic, Hilfe! Ich bin's, Katja! Hey. Was sind da los? Ein Eisbär, oh nee, bitte mich nicht wegstetzen. Nein, ich bin's. Hilfe, oh, hallo. Du mir Hilfe, wo ist die Karte? Okay. Ich muss hier raus. Ich brauche meine menschliche Stimme wieder. Das ist einfach ein Eisbär bei der Wohnung. Ich habe den Ofen geklaut. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir klauen mal weitere Öfen. Komme ich hier rein? Nee. So, ja gut. Denkt ihr, irgendjemand wird da was sagen? Ich meine, oh, das ist nicht mal ein Ofen. Da ist ein Ofen. Ich habe den zweiten Ofen. Schnell geht's weiter. Okay, wenn ich alle Öfen habe, dann, ja, kriege ich meine Stimme wieder. Dann geht's hier einmal ganz kurz durch. Der Ofen wird auch hier drinnen geklaut. Ich hoffe, keiner wird da irgendwie böse auf mich. Am Ende greift mich jemand an oder so. Und ich glaube, wir haben hier die letzte Person. Die andere hatte gar keinen Ofen. Oh, wer bist du denn? Ich bin der Ofenklauer. Es tut mir so leid. Bitte sei nicht böse auf mich. Hey, klaust du meinen Ofen? Tschüss.
Okay, ich habe alle 5 Öfen. Ich müsste theoretisch jetzt meine Stimme wiederbekommen. Dann kann ich Epic erstmal erklären, dass ich Hilfe brauche, um wieder ein Mensch zu werden. Und ich bin wieder bei Ellie. Ich hab sie, ich hab sie. Ah, super. Bitte stell die Öfen hier auf. Okay, ja, keine Ahnung, warum ein Eisbär Öfen möchte, aber... Okay, so. Kann ich jetzt bitte wieder meine Stimme bekommen? Kann ich wieder Mensch sein? Jetzt hast du schon mal deine Stimme wieder. Okay, das heißt, alle werden mich verstehen. Du musst wissen, ich habe großen Hunger. Fische wären gut. Ich kann dir welche kaufen, aber nicht die doofen vom Supermarkt. Frische. Okay. Klau mir alle Fische. Ich muss mit Epic reden. Ich komme gleich wieder, Ellie. So, jetzt müssen wir erstmal einiges erklären. Ich sag jetzt erstmal nichts. Mal gucken, wie er jetzt nochmal drauf reagieren wird. Er merkt noch nicht mal was. Was ist da denn los? Er ist schon wieder da. Hi, Epic. Katja? Ja. Wo bist du denn? Ich bin hier. Im Eisbär. Ja, das bin ich. Das ja. Bist du? Ich bin, ja, ich bin Eisbär. Hat er dich gefressen? Ich... Komm nein, ich bin der Eisbär. Oh, du bist der Eisbär? Vielleicht bin ich nachts in die Höhle gegangen. Oh, das darfst du gar nicht. Ja, und da war ein großer Eisbär und jetzt bin ich ein Mini-Eisbär. Epic, du musst mir helfen. Da ist ein Riesen-Eisbär und der will Dinge von mir. Der hat mir schon mal meine Stimme gegeben. Ich brauche frische Fische. Frische Fische. Woher bekomme ich frische Fische hier? Die Katze angeln da vorne. Ja, theoretisch. Aber ich weiß nicht, ob die reichen. Denkst du, du kannst mir eine Angel besorgen? Wir können ja mal gucken, vielleicht können wir auch frische Fische... Sie meinte klauen. Keine Beinchen, schau mal. Ja, jetzt geh mich hier nicht hänseln. Ich gehe hier ganz schnell laufen. Du bist richtig langsam. Hey, ich bin schneller als du. Hey. Okay, also ich hätte Sticks, aber... Ja, wir brauchen Fäden noch. Ja, theoretisch. Fäden. Woher bekommen wir Fäden? Oh, ich weiß es nicht. Also das Ding ist halt... Spinnen wir hier irgendwo? Da hinten. Schau mal, warte mal, da steht einer. Ist es ein Fischer? Bitte sag mir. Das kann sein. Oh, das ist ein Fischer. Tatsächlich. Okay, warte mal, vielleicht können wir die Fische klauen. Sind da Fische drin? Ja, sogar frisch gehalten im Eis. Oh, das sind sehr gut. Das sind Stacks, da tue ich mir ja... Ja, das ist jetzt ein bisschen fies, wenn ich alles klaue, oder? Ja, schon. Aber ich möchte ein Mensch wieder werden. Wir können ja auch wieder Fische dann für ihn angeln. Ja, die können wir wieder zurücklegen. Ja, ja, ja. Also, ja, ich weiß nicht ganz. Ich hab nicht genügend Platz im Inventar. Oh, so, ich nehme noch welche mit. Ja, aber pass auf, ich weiß nicht, ob der Eisbär so freudig darüber ist, wenn er dich sieht. Warte mal. Ja, ich mach mal alles aus meinem Inventar raus. Okay, ich bin voll. Also mehr kann ich dann halt nicht. Wartet mal, wir machen mal hier wieder was rein. Okay, ich hoffe einfach mal, dass der Fischer nicht allzu böse ist. Der angelt da gerade sogar. Das stimmt, nein. Okay, also, wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal rein, gebe die Fische ab. Und ich weiß nicht, vielleicht werde ich danach wieder ein Mensch sein. Wie du aussiehst. Oder wir müssen weitere Aufgaben für den komischen Eisbär erledigen. Okay, ich beeil mich mal. Du kannst vor der Höhle stehen bleiben. Mach ich. Und wir sind wieder hier. Schau mal, Ellie, was ich für dich habe. So viel Fisch. Ich weiß gar nicht, wo ich dir das alles hingeben soll. Aber es ist ganz viel, okay? Oh, Fische, meine Lieblingssorte. Ja, guck mal, hier noch mehr. Also mein ganzes Inventar ist sogar voll. Ich brauche ein bisschen. Reicht es dann jetzt? Okay, ich bin fast zufrieden. Habe jetzt aber nochmal ein spezielles Anliegen. Okay, ich gebe dir noch mehr Fische. Was hast du denn für ein Anliegen? Ich würde einfach nur gern wieder ein Mensch sein, weißt du? Ich werde langsam wieder braun. Ich brauche weiße Farbe. Moment mal, warum brauchst du weiße Farbe, hä? Bitte frag gar nicht erst. Ich benötige weiße Farbe dringend. Okay, ich bring dir was. So, und jetzt hast du auch alle Fische. Dann bleib hier eine kurze Sekunde. Ich gucke, ob ich weiße Farbe finde. Epic. Ach, da bist du. Sehr gut. Ich soll weiße Farbe holen. Weiße Farbe? Wo sollen wir die denn herholen? Weil sie langsam wieder braun wird. Was bedeutet das? Sie wird ein Braunbär. Denkst du, sie ist eigentlich ein Braunbär? Oh, ist gar kein echter Eisbär. Aber Hauptsache, sie hat mich in einen echten Mini. Vielleicht bin ich auch ein kleiner Mini-Braunbär. Das kann sein. Moment mal, wo sollen wir denn Farbe herbekommen? Hier gibt nur Schnee. Weiße Blumen? Ja. Da müssen wir ein bisschen laufen, glaube ich. Knochenmehl? Knochenmehl. Oh, stimmt. Warte mal, gibt es überhaupt weiße Blumenfarbe? Ich weiß es gar nicht gerade. Knochenmehl auf jeden Fall für die weiße Farbe. Oh, nee, aber dann müssten wir... Wir könnten sie auch rot färben.
Oh nein, ich glaube, dann wird sie sauer. Oh nee, lieber nicht. Ja, dann lass mal gucken. Vielleicht kommen wir in irgendeine Höhle. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, woher wir weiße Farbe Nee, bekommen. ich auch Aber es nicht. gibt auch so weiße Blümchen. Weißt du, welche ich meine? Ja. Vielleicht finden wir auch davon was. Es Hier kann auch sind nur sein. Hier ist gelbe. eine gelbe. Haben wir irgendwo weiße Blümchen? Hier Nee. sind rote. Da drüben sind gelbe noch. Nee, ich sehe hier gar nichts. Ich auch nicht. Lass mal erstmal ein bisschen rumschauen. Bevor wir in irgendeine Höhle gehen, würde ich lieber die eigentlich hier oben finden. Ja. Und ich habe da was entdeckt, im nächsten Biom sogar. Wir haben hier weiße Gänseblümchen. Was bekommen wir denn da raus? Hellgrau. Aber das sieht aus fast wie weiß. Also ich glaube, das könnte eigentlich reichen. Vor allem, wenn sie, also ich denke mal schon, dass sie vielleicht ein Braunbär ist und sich selber als Polarbär anmalt. Könnte sein, ich weiß es nicht. Jetzt hätte ich 9-mal Farbe. Denkst du, das reicht, Epic? Ich glaube, das müsste reichen. Ja, sicher, sicher. Nicht, dass jo, sie böse ganz wird. Bestimmt. Nee, nee, nee. Da ist noch mehr. Ach komm, ich hole noch ach, ja, ein, dann zwei. Nehmen wir noch mehr. Und, ach guck mal, hier haben wir auch noch andere. Was bekommen wir da raus? Ah, auch hellgrau. Na gut, dann kommen hier noch ein paar mehr Blumen mit. Dann habe ich auch die Farbe für sie. Und Ellie, hier bin ich wieder. Und warte mal. Oh, ich merke, ich habe alles. Puh, die kommt gerade rechtzeitig. Schau mal, bitteschön, für dich. Okay, deine letzte Aufgabe, die wird am schwierigsten. Kann ich danach bitte aber wieder Mensch werden, ja? Kannst du die Leute aus dem Dorf überzeugen, dass ich nicht böse bin? Wie soll ich das denn machen? Ich werde hier stark gefürchtet. Niemand besucht mich. Okay. Ich würde gerne die Höhle offen haben. Probier das. Ich probier's. Okay, das bedeutet, Moment mal, dass keiner mehr Angst vor Ellie hat. Das wird echt schwierig. Okay, Epic, ich, hab jetzt noch eine letzte Aufgabe, die ist aber ein bisschen schwieriger. Ja. Also Ellie würde gerne anscheinend Frieden mit den Dorfleuten haben. Ja. Jetzt, wen überzeugen wir denn davon? Wie sollen wir das Geralt? Denn machen? Eigentlich ich weiß schon. Nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, Kommunikation, ne? Also reden wir einfach mal mit ihm. Vielleicht klappt es ja sofort. Ich denke zwar nicht, aber Geralt, hallo! Ach, hallo. Hey! Nicht wundern, ich bin Katta. Ich bin in die Höhle gegangen und Katta ich bin jetzt ein Mini-Polarbär. Genau. Moment, das Monster hat dich verwandelt? Nein, es ist kein Monster. Die ist eigentlich ganz nett. Die hat nur Hunger und der ist ein bisschen kalt und die braucht ein bisschen Farbe, weil ich glaube, sie ist ein Braunbär. Sie will Frieden haben, okay? Damit werde ich dann wieder zu Menschen. Wir können doch nicht Frieden damit schließen. Aber ist denn überhaupt irgendwas mal vorgefallen oder habt ihr einfach nur Angst, weil sie groß ist? Ich bin mir sehr unsicher. Ja, in Unsicherheit kommen ja die besten Überlegungen, habe ich mal gehört. Vielleicht könnt ihr es ja mal ausprobieren. Also wir können ja mal das Ganze ausprobieren. Ja, genau, was ich sage. Also vielleicht könnt ihr einfach mal gucken, wie es läuft und zur Not dann halt nicht. Aber wenn es einen Vorfall gibt, dann wird die Höhle komplett geschlossen. Ja, das hört sich für mich doch gar nicht mal so verkehrt an. Gut, dann haben wir das Epic. Schneller als ich dachte. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir das Wasser entfernen, damit Ellie einen Weg nach draußen hat. Ja, sehr gut. Und Leute, das Wasser ist weg und schaut mal, da wer ist da sie. Kommt. Oh, wie groß. Sie ist riesig, du siehst sie zum ersten Stimmt, Mal, Epic. Hallo. Wow, die sieht ja aus wie du. Ja, nur ein bisschen größer. Okay, Ellie, ich habe jetzt alles gemacht, was du möchtest, wirklich alles. Sie sagt, wow, Freiheit. Danke dir. Du darfst jetzt wieder Mensch sein. Und, oh, hey! Du bist wieder da. Danke. Super, dass du dich in die Höhle getraut hast. Ich bin wieder ich. Oh, tatsächlich. Hallo. Und Ellie lebt jetzt mit uns hier. Ich muss mal selber gucken, wie das hier wie aussieht. Cool wow. Ist das denn? Oh, zum Glück ist alles wieder normal, du, was Epic. Was ist denn dein Eisbär? Ich sah sehr süß aus, aber ich bin froh, wieder auf zwei Beinen hier aufrecht zu das laufen, stimmt. Bin ich ehrlich. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.